Runs for Jay. In this country we are fapping, fapping, fapping. So let us try to build this country, this country, this country. Welcome to Swabo Hospital. Good morning to you all. Hello. Ja, also wir sind hier mitten im afrikanischen Busch in Sierra Leone, in Westafrika. Wir sind hier in einem wirklich sehr armen, sehr unentwickelten Gebiet. Und dieses Krankenhaus, in dem wir hier arbeiten, ist das einzige Krankenhaus für 50.000 Leute, die hier in den Dörfern wohnen. Good morning. Good morning. Das Besondere ist diese Lebendigkeit. Ja. Das ist ja nichts Steriles, es ist auch nicht so besonders sauber, ja, in dem Sinne wie bei uns in einem Krankenhaus, aber es ist eine sehr freundliche, lebhafte, manchmal auch sehr laute, oft chaotische Situation, die aber immer irgendwie dann doch wieder gelöst wird. It's a 250-bed hospital. We are trying to do our best to save our people in this part of the country. It's a hospital that was first erected in 1954 by the Catholic Sisters, the Holy Rosary Sisters. But during the war, it was completely destroyed. Das Krankenhaus ist im Bürgerkrieg halt komplett zerstört worden. Die Schwestern sind gegangen. Wir haben wirklich furchtbare Geschichten gehört von Menschen, also von Mitarbeitern, die zu der Zeit hier gearbeitet haben. I have been associated with this hospital since 1959. I was here when the hospital almost started. I went away when the rebels came, and I come back and see that the hospital is coming back to its normal glory, it makes one very happy. It makes me very happy. The people over here are suffering. They need medical services. They are very good nurses, but the national doctors are not willing to come and serve their people here. So the German doctors are here. We live with them in this rural setting to help the people of Sierra Leone. And slowly it goes down from 2 to 3 to 0. And then it doesn't feel anything. This is funny. Und das ist eine Umkehr der zeitlichen Verhältnisse. Es gibt nur wenig Zivilisationskrankheiten. Man stirbt hier noch an Infektionen. Das ist der wesentliche Killer, um mal die Schlagwort zu benutzen.
Allen voran Malaria, Tuberkulose, aber auch andere schwere Infektionskrankheiten, die nicht immer mehr behandelt werden können, weil manchmal die Leute eben zu spät kommen oder bereits zu geschwächt sind. Das Spital hat schwerpunktmäßig wirklich Notfälle, kritische Situationen, Schwerkranke, und die würden wahrscheinlich die meisten sterben. Natürlich auch die operativen Fächer sind hier so wichtig, die Hilfe für schwangere Frauen, die Geburtskomplikationen. Da sind die Wege einfach viel zu weit in irgendein anderes Krankenhaus. Man muss mit wenig zurechtkommen. Das ist etwas, was ich beispielsweise als Herausforderung ansehe und ich mich immer wieder darüber freue, wenn ich einen Einfallsreichtum entwickle, mit was man was hinbekommen kann. Wichtig ist, das ist auch was man, glaube ich, hier mit nach, also was jedenfalls ich mit nach Hause nehmen werde, ist der Umgang mit Krankheit, Leiden, Tod, der hier ganz selbstverständlich zum Leben gehört. So by working with the German doctors, we share ideas together, learn from them, from their own common disease in Germany. Also they learn from us, from our own common disease in Sierra Leone here, especially in the Cerebro Community Hospital. So we are learning a lot from them. Also they are learning from us. So we are working as a team. That's Alfred Novak. Blutzucker ist fast null, typisch für Malaria, akute Malaria. Das Kind kommt dann in einen extrem schlechten Zustand, atmet sehr tief, ist bewusstlos, hat vielleicht Krämpfe. Da hilft nur einerseits der gezielte Einsatz von Medikamenten und zweitens die Bluttransfusion. Das Blut wurde innerhalb von einer Stunde konnte es transplantiert werden und am nächsten Tag hat das Kind die Augen aufgeschlagen und hat allmählich wieder begonnen, etwas zu sich zu nehmen. Das ist immer noch sehr blass, aber dürfte über den Berg sein. All about life is having trust that yes, I will make it, whatever may be the situation, whatever little resources. Whatever the constraint may be, I must make it. That is all that I think. That is the miracle happening here. People believe that they are poor, but yet they can still make it in life. They are coming to hospital empty-handed, but still people are helping them. They are getting a helping, a aid or phone elsewhere, and they are recovered from their condition. Arbeit auch gerne. Ich fände es schade, wenn ich nicht mehr gebraucht würde. Das muss ich auch ehrlich sagen. Aber das Ziel soll selbstverständlich sein, uns irgendwann entbehrlich zu machen.
So then we have. If we had 5 a day minimum, or 4 blood pressure and heart. If we have the suspicion of preeclampsia, I would like to have a blood pressure and heart. Hier kommen deutsche und österreichische Fachärzte her, die ein unglaubliches Wissen haben, die unglaublich viel Erfahrung haben. Und diese Erfahrung und dieses Wissen soll im Land bleiben. Und das ist die Nachhaltigkeit, die wir wollen, dass wir nämlich Schwestern und Clinical Officer, die hier im Grunde wie Ärzte arbeiten dürfen, dass wir die wirklich so ausbilden, dass die letztendlich ihre Patienten selbst versorgen können. I wish that one day we'll be able to sustain ourselves. And I wish also that more funding will come. So my wish for this hospital that if it is possible for the German doctor to help us improve the intensive care unit for emergency cases, that will help to save people around this community. So my wish is to improve on the staff as well as the other necessities, in terms of electricity, drug supply, so that the hospital can continue to have the good name. Wenn ich mich daran erinnere, wie das hier war, als wir hierher kamen, und das ist ja gerade erst 2 Jahre her, dann ist es einfach ein Projekt, was sich wahnsinnig gut entwickelt, wo unendlich viel getan wird. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, dass wir hier im zweitärmsten Land der Welt sind, dass hier jedes 4. Kind vor seinem 5. Geburtstag stirbt, dass jede 8. Frau ihre Schwangerschaft und die Geburt nicht überlebt. Und das sind schon Zahlen, die machen mir eine Gänsehaut. Und wenn ich mir dann ansehe, was wir in diesem Krankenhaus für Möglichkeiten haben, diese Situation zu ändern, dann glaube ich schon, dass das ein wichtiger Anreiz sein kann, um zu sagen, boah, das ist etwas, das möchte ich unterstützen. Ich denke mir, wenn man bei der Morgenvisite in eines dieser Zimmer, der Intensivzimmer, reinkommt und das Kind hat die Augen aufgemacht, war am Tag vorher noch bewusstlos. Im besten Fall lacht es sich sogar an. Manche haben natürlich auch Angst vor dem weißen Doktor. Aber man merkt, das Kind ist über den Berg, ist wieder rosig, hat kein Fieber mehr und die Mütter vor allen Dingen sind zufrieden und immer in Sorge. Ja, was Schöneres kann es eigentlich nicht geben. So HP of 4, it's one of the little wonders, 2 years wonders, huh? That miracle. Miracle, that is a wife. Ooh.
to build a sky tree. Ooh. Say bravo, thank you, German doctors, and I hope you'll stay here longer, far longer than you wish to stay. Thank you.